Seit Samstag steht die diesjährige Dschungelkönigin und Gewinnerin von 100.000 Euro fest. Evelyn Bodecki, 30, schaffte es, sich bei Ich bin ein Star holt mich hier raus gegen ihre 11 Mitstreiter durchzusetzen und die Krone zu ergattern. Obwohl sie sich immer als unbedarftes Plappermäulchen zeigte, habe sie jeden Tag Angst gehabt, das Abenteuer im australischen Busch abzubrechen, wie jetzt herausgekommen ist. Und das ist nicht das einzige Geheimnis, das den Zuschauern verheimlicht wurde. Wie Bild enthüllt, wurde der Camp-Ältester Tommy Piper, 77, zu jeder Prüfung mit einem Golfbuggy chauffiert, obwohl er dagegen protestierte: Ich kann doch laufen. Auch für den stets gut gelaunten Peter Onaf, 74, gab es eine Extrawurst. Als einziger Campbewohner durfte er Nahrungsergänzungsmittel schlucken. Apropos Wurst, Currywurstmann Christoja Kontreit-Platz-Perwin, 44, meckerte angeblich im Dschungeltelefon: Die Regie soll bitte das Licht ausmachen. Außerdem passte es ihm gar nicht, auf dem Boden zu schlafen und Spinnen zu essen. Das sei schließlich nicht vertraglich vereinbart gewesen. Sandra Kiriesis, 44, hatte auch ein Problem: Die ehemalige Bobfahrerin dürfte ihre medizinischen Fußeinlagen nicht mit ins Dschungelcamp nehmen. Kein Wunder, dass sie sich häufiger über Rückenschmerzen beschwerte. Alle Infos zu Ich bin ein Star holt mich hier raus, im Special bei RTL. 3.